Ja, hallo ihr Lieben. So, gibt mal wieder eine Dating-E-Mail von mir, Christian Schemeier, Diplompsychologe. Genau. Hallo Christian, ich höre seit einiger Zeit mit Interesse und Begeisterung deinen Podcast auf Spotify. Da ist es auch zu hören, wer es noch nicht weiß. Auch auf anderen Podcast-Plattformen. Einfach nach Liebeschip gucken. Ich habe auch ihr Buch gelesen, Der Liebescode. Zunächst möchte ich sagen, dass es sehr angenehm ist, Ihnen zuzuhören. Sie sind sympathisch, ich hatte ja gesiezt, okay, und klingen authentisch. Ich möchte Ihnen gerne meine Geschichte erzählen und Sie im Rat fragen. Achtung, der Text wird etwas langer, können Sie vielleicht kürzen. Ja, schauen wir mal. Ich hatte nur eine vernünftige Beziehung, die ging von 18 bis 28. Ich werde jetzt dieses Jahr 40. Lange Zeit konnte ich nicht alleine sein und habe sehr verzweifelt einen Mann und eine Beziehung gesucht, was dazu geführt hat, dass ich oft richtig in die Scheiße gegriffen habe, oft verletzt wurde und irgendwie zum Opfer gemacht und mich auch irgendwie zum Opfer gemacht habe. Wenn ich ausgegangen bin, habe ich den Raum sondiert und geschaut, wo ein potenzieller Partner lauert. Nach meiner letzten toxischen Beziehung mit einem kontrollwütigen, eifersüchtigen Narzissten habe ich es geschafft, mit mir alleine zurechtzukommen und nicht mehr krampfhaft zu suchen. Ja, das ist schon mal gut. Macht auch die fucking Kurse. Ein Dating-Kurs zum Beispiel. Selbstliebe geht gerade wieder los. Genau. Ich habe mich circa ein Jahr danach bei einer Plattform, eigentlich kein Dating-Portal, angemeldet, um Leute kennenzulernen für gemeinsame Aktivitäten. Zunächst hauptsächlich für Brettspiele, weil ich Leute gesucht habe, die mein Lieblingsspiel Halma spielen. Beim Spielenachmittag hat mir offenbar das Universum den Mann geschickt. Er ist mir zunächst nicht sonderlich aufgefallen und wir haben versucht, das aufwendige Spiel zu verstehen. Ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht, weil er in meinem Heimatdorf wohnt, ihn auch gefragt, ob er mal Heimat mit mir spielen möchte. Weiterhin habe ich mir nichts gedacht. Ja, ob du dir da nichts gedacht hast, das weiß ich nicht so richtig, aber gut. Am nächsten Tag hat er mich über eine App angeschrieben, weil ihm aufgefallen ist, dass wir den gleichen bekloppten Musikgeschmack haben. Daraufhin haben wir etwas miteinander geschrieben. Ja, ich meine, muss natürlich ganz klar sagen, dass auch irgendwelche Freizeitportale sind heutzutage Datingportale, ne? Ja. Also teilweise zumindest, ne? Wenn sich Mann und Frau treffen, oder ja, bleiben wir mal bei heterosexuell kurz, dann geht's selten nur um Halma, ne? Ich habe ihn gefragt, ob er mal mit mir auf eine Musikveranstaltung gehen möchte, einfach nur so ohne Hintergedanken. Das kann ich nicht so richtig glauben, aber gut. Er war wohl zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung und wollte das mit seiner Freundin klären. Ja, aber das ist doch schon, sind wir schon wieder im Dreiecksland irgendwie, ne? Aber ich verstehe das so. Alles gut, du hast es versucht, ordentlich zu machen, aber trotzdem, naja. Es kam dazu, dass wir dann an Karneval zusammen feiern gegangen sind. Ich muss dazu sagen, dass er einen Tag vorher seine 6-Wochen-Beziehung beendet hat. Sagt er dir, kennst ihn nicht, ne? Ja, auch hier hatte ich keinen Plan oder so. Wir sind einfach zusammen feiern gegangen. Ja, aber du kannst mir jetzt auch nicht sagen, dass du nicht irgendwie im Hinterkopf, tut sich jetzt mal, nicht die Möglichkeit da war, dass da mehr passiert, oder? Nicht ernsthaft. Man bescheißt sich so häufig selber bei sowas, ne? Aber ist ja auch egal. Also ihr seid zusammen feiern gegangen und du dachtest, er ist Single, okay. An dem Abend hat er sich so entwickelt, dass wir enger getanzt haben und uns auch geküsst haben. Und wow, er hat gut geküsst und es hat sich nur gut angefühlt. Er ist dann zu sich nach Hause und ich habe bei meiner woanders geschlafen. Nächsten Tag haben wir miteinander gesprochen. Er wollte jetzt eigentlich nicht direkt wieder in eine Beziehung. Ja, wenn das nicht deine Standards sind, dann ist die Sache hier schon vorbei, ne? Darf man natürlich sagen, ne? Weil er erst gerade seine 6-jährige Beziehung beendet hatte. So, jetzt reden wir schon von 2 Beziehungen. Eine 6-jährige, eine 6-wöchige und gerade eine andere Beziehung. Jetzt muss ich kurz den zeitlichen Ablauf erklären. Vielleicht hätte ich auf meinem Kopf hören sollen, aber ich bin meinem Gefühl gefolgt. Ja gut, ich will jetzt die ganzen Daten nicht, aber im Endeffekt alles ziemliches Chaos, wo er eigentlich... Ja, jetzt gucke ich aber doch mal genau rein. Also er hat am Datum 1 seine Beziehung geändert. Dann einen Tag danach hat er mit mir geknutscht. Einen Monat später hat er mit seiner Ex was angefangen. Uff. 2 Tage später habt ihr euch wieder geküsst. Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist Single,
sagt er zumindest. Er sagt, er will keine Beziehung. Tja, kannst dich nicht beschweren, kannst nur sagen, ja, es entspricht nicht meinen, nicht dem, was ich will, und gute Reise, ne? Aber du kannst ihn nicht so lange jetzt mit ihm Bettsport haben, bis er dann doch dich will oder so, würde ich nicht unbedingt machen, ne? Weil das geht häufig schief. Er spielt hier sein Spiel, ne? Wir wollten uns beide kennenlernen und uns langsam angehen lassen, aber mit keinem anderen Personen Bettsport haben. Ja, hat er aber. Mit seiner Ex, wenn ich das ja richtig sehe, die Daten. Hat er. Statt langsam angehen, sind wir eine Beziehung eingegangen. Das verstehe ich jetzt nicht. Da verletzt du doch deine eigenen Regeln. Jetzt gucke ich nochmal. Ja gut, weiß ich, kann ich jetzt gerade nicht so ganz, ob er jetzt nach dieser Aussage noch mit seiner Ex in der Kiste war, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist es ziemliches Chaos und wirkt nicht wie jemand, der jetzt gerade eine committed Beziehung möchte. Aber deswegen, ja gut, ihr habt es gemacht, haben uns oft gesehen. Er hat teilweise eine Woche komplett bei mir gewohnt. Für mich passte alles, wir haben viele ähnliche Interessen, haben offen und ehrlich über alles geredet. Es war immer harmonisch. Auf körperlicher Ebene hat alles gepasst. Wir haben oft Matching Moments, 100% Chemie, 95% Kompatibilität, ja, das bezweifle ich so ein bisschen. Leider hat man oft auch zu oft, in den Kopf zu oft den Gedanken gehabt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Ja. Wo ist der Haken? Als ich diesen Gedanken vor allen Dingen nach Silvester endlich abgelegt habe und meinem Gefühl gefolgt bin, hat er die Beziehung beendet nach 2 Monaten. Nach 4 Wochen danach haben wir wieder Kontakt gemacht, hat sich aber beim Schreiben schnell in die falsche Richtung entwickelt. Nach der Trennung ist er eine Woche in sich gegangen, ist wieder an den Heimattisch zurückgekehrt, nächste Mädel kennengelernt. Ja, meine, läuft bei ihm. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, hätte ich jetzt nicht direkt belogen hier irgendwo, aber er ist halt so, wie soll man sagen, playing the field, bad guy, weiß ich nicht. Und wenn das sein Beuteschema ist, und du eine Beziehung willst, dann hast du da ein Problem. So, ne? Des Weiteren habe ich erfahren, dass er 2 bis 3 Wochen nach unserer Trennung wieder mit seiner Ex-Freundin was angefangen hat. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die das alle mitmachen und er sagt dir alles und ihr seid getrennt, ist vielleicht nicht schön, aber ja, das ist, als wenn du, weiß ich nicht, vom Jäger erwartest, dass er keine Tiere schießt. So, ne? Also, er macht halt das, was er macht, was er auch vorher gemacht hat, macht er einfach weiter und du warst halt eine Station, ne? Und du warst im Fantasiemodus, dass es irgendwie anders ist bei dir, das denkt man ja immer so, bei mir wird es bestimmt anders, mich behält er länger als 48 Stunden oder so oder 2 Wochen oder 2 Monate, gut, ein bisschen länger ging es ja auch, aber er will das einfach nicht, er will rumvögeln, jede, die er kriegt, fertig, ne? Und vielleicht war er da auch nicht ganz ehrlich, aber gut, ein bisschen zwischen den Zeilen bleibt nicht aus, dass wir das lesen müssen, so, ne? So, als ich ihn auf sein Muster und die ganzen Abläufe auch mal hingewiesen habe, hat er das irgendwie abgetan. Ja, also ganz ehrlich, was, ich meine, er ist jetzt zu nichts verpflichtet. Ihr seid irgendwann zusammengekommen, gehen wir mal von aus, hoffe ich, dass er da treu war. Dann seid ihr 2 Monate später, hat er keinen Bock mehr gehabt. Das ist sein gutes Recht, ne? Vielleicht hat er dich gelovebombt oder ein bisschen Future-Faking gemacht. Das wäre natürlich nicht so schön, aber steht jetzt hier nicht mal. Und klar kannst du dann gehen, kannst sagen, das macht man nicht. Aber du fandst ihn ja auch cool. Fandst ihn ja auch geil. Und wahrscheinlich, weil er nicht so anhänglich ist, so, ne? Keine Ahnung. Ja. Oder weil du auf Bad Boys stehst, aber du kannst nur bei dir gucken irgendwie, ne? So, es geht jetzt alles noch so weiter. Habt ihr euch nochmal gesehen, wofür? Du weißt doch jetzt, wofür er steht. Ne? So, und habt ihr nochmal rumgeknutscht? Wir hatten die Vereinbarung, uns nur zu melden, wenn was Wichtiges ist. Wofür? Es ist nicht dein Kumpel und es ist nicht dein Partner. Du kannst nur sagen, ja, alles klar, du hast irgendwie so ein
Mindset, ich will jede knallen, passt zu mir nicht. Weiß ich nicht, müsst ihr euch auch nicht über euer Leben, es ist nicht dein Kumpel, ne? Da würde ich immer saubere Spielfläche, mach die fucking Kurse, steht da alles drin, ne? Wenn wir zwischendurch Kontakt hatten, ist er mir auf mich eingegangen. Ja, weil er Bunga will. Warum sonst? Ich kann nicht wütend auf ihn sein, sondern es einfach, ich verstehe es einfach alles nicht und bin traurig. Natürlich darfst du traurig sein, weil du hast was anderes gewünscht, aber zu verstehen, ich finde es, ja, ich finde es jetzt nicht schwierig zu verstehen. Erst, die Menschen sind halt, wie sie sind. Wir wollen immer, dass sie anders sind, aber sie sind, wie sie sind, ne? Und so wie er ist, fliegst du ja auch auf ihn. Deswegen muss man immer auf seinen eigenen Liebeschip gucken, ne? Ich habe es versucht mit diversen Datingportalen, habe aber irgendwann angestrengt und entnervt aufgegeben. Genau ein Mann ist davon übrig geblieben, der tatsächlich ernsthaft eine Beziehung sucht und scheinbar auch ernsthaftes, ehrliches Interesse an mir hat. Ja, und das gefällt dir jetzt wieder nicht. Ne? Das ist das Problem. Man sagt, man will das haben. Und ja, und dann gefällt es einem einfach nicht. Also man muss, hast du zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Entweder du kannst deinem Liebeschip mal auf die Spur gehen, ne? Modul 1 und so weiter. Oder du kannst akzeptieren, ey, ich stehe auf Typen, die einfach kein fucking Commitment haben. Dann kannst du sagen, okay, mache ich jetzt auch so. Ich knall, wen ich will. No strings attached, keine Regeln, scheiß was drauf. Safe Sex. Kannst du auch machen. Oder du musst dich irgendwie mal überwinden und Männer daten, die das wollen, was du angeblich auch willst. Also irgendwo ist da der Haken, ne? Aber ich meine, ich kriege ja ganz viel so E-Mails, aber man muss sich einfach, man kann einfach nicht anderen die Schuld geben, wenn man ruhige, liebe, nette Männer haben will, aber sie einfach nicht daten mag. Ne? Da kann man eigentlich niemandem die Schuld geben. So, ne? So. Zweimal haben wir uns bisher gesehen, bei mir prickelt es aber nicht und ich weiß nicht so recht, wie ich zu ihm eingestellt bin. Komischerweise, als mein Date sich eigentlich von mir verabschiedet hat, weil er meint, ich habe nicht genug Interesse, hat mein Ex-Freund sich bei mir gemeldet. Ich habe ihn zwischenzeitlich entblockiert. Also ganz, ich sag's dir wirklich ganz nett und liebevoll, aber du hast keine klare Linie hier. Du eierst wirklich, es ist auch nicht schlimm, ich kenne das auch, aber du eierst von links nach rechts ohne irgendeine Linie. Blockieren, entblockieren. Ja, also akzeptier die Realität. Ich meine, ich hoffe, ich klinge das nicht zu hart. Akzeptier die Realität, dass du mit dem Typ nur Indoor-Olympics haben kannst, nichts weiter. Und wenn du das, wenn das für dich okay ist, dann mach es. Wenn es für dich nicht okay ist, lass es. Ne? Aber so ist da keine Linie drin. Ne? er hat nur auf einen Musikpost von mir reagiert. Ja, das ist doch immer so. Jetzt ist sein Notizbuch gerade ausgespielt. Das wird aber seinen Ex-Freundin auch so gemacht haben, ne? Vielleicht sieht er gut aus, weiß ich nicht. Dann hier, ja, ich like dein Bild. Minimaler Aufwand, ne? Ich schreibe, ich interessiere mich für deinen Musikbus. Warum? Ja, dass ihr wieder in der Kiste landet. Ich kann ihm da auch noch nicht mal richtig was vormachen. Er macht das, was er machen will, ne? So, ne? Die ganze Zeit hatte ich noch einen Pullover von meinem Ex-Freund, den wir auf dem Bett liegen und habe ab und zu an dem Pullover gerochen. Ach, Leute. Ja, Drogen riechen auch gut. Menschen, nachdem man ein bisschen liebessüchtig ist, riechen gut, die Pullover riechen gut. Das heißt aber nichts. Das heißt einfach nur, dass unser Dopaminsystem darauf oder unser Liebeschip darauf aufgebaut ist. Das heißt nichts weiter. Nicht, dass das Universum sagt, das ist der Richtige für dich. Das heißt einfach gar nichts. Und du kannst dich dann natürlich, so kommst du natürlich über ihn nicht hinweg, ne? Eieieiei. Also du siehst da überall Zusammenhänge, ja, dann man baut sich eine Story, dass man die Menschen wieder daten kann, die man einfach eigentlich immer daten wollte, so, ne? Ja, auf jeden Fall seid ihr dann wieder auf eine Veranstaltung gegangen. Ich verstehe bis heute nicht, warum das alles nicht funktioniert hat, weil er was anderes will. Er will einfach nur rumvögeln. Ne? Das ist alles. Und alles andere, ob er jetzt irgendwie im richtigen Moment schreibt oder ich weiß nicht was, das hat keine Bedeutung. Ne?
Aber du hast da nichts falsch gemacht, außer dass du immer versuchst, irgendwie im Eichhörnchen Stricken beizubringen. Ja, das funktioniert aber nicht. So. Das hat sich für mich nahezu perfekt angefühlt. Es ist ein big fucking red flag, vor allen Dingen für Leute, die vielleicht in der Kindheit Issues hatten. Eine der größten roten Flaggen, die es gibt, wenn sich alles perfekt anfühlt. Ich habe die Welt nicht gemacht, Leute. Ich überbringe nur die schlechte Botschaft. Der richtige Partner fühlt sich nicht so an. Ne? Und so eine bekloppte Frau wie mich findet er sicherlich nicht normal. Offensichtlich schon, vielleicht hat sich triggert. Aber vielleicht sind eben Musikgeschmack und Heimatspielen nicht so wichtig, wie du denkst. Vielleicht ist es einfach nur Mittel zum Zweck. Und er würde auch im, was weiß ich, im BMX-Fahrradforum rumwildern, wenn das funktionieren würde. Und das ist halt sein Jagdrevier hier, ne? So. Wenn er so doll nicht verliebt wäre, dann würdest du das schon merken. Das ist er aber nicht. Ne? Also die Heimer genauso mag, vier Nächte lang Konsole spielen, sein Auto mag, auch auf die PS steht, die gut aussieht, wie er einen geilen Arsch hat. Ja, aber nochmal, du willst einem Eichhörnchen Stricken beibringen. Du kannst jetzt 1000 Sachen aufzählen. Das juckt ihn aber nicht. Es juckt ihn nicht. Das interessiert ihn einfach nicht. Du willst einfach die nächste. So, manchmal kann das auch in so einem haremsartigen Kreis gehen, dass man dann einfach wieder von vorne anfängt. Das findet dann auch okay. Alles andere ist ihm scheißegal. Akzeptier es. Ne? Was soll ich machen? Ja, machen, weitermachen oder lassen, aber nicht erwarten, dass da jemals irgendwas anderes bei rauskommt. Ne? So, warum schickt mir das Universum einen wunderbaren, tollen Menschen, der mich glücklich macht und nimmt mich dann wieder weg? Das hat dem Universum, glaube ich, nicht so viel zu tun. Du hast ihn ausgesucht, du hast ihn da nicht rangelassen, du lässt ihn nicht gehen, aber erwartest, dass er anders ist, als er ist. Ist er aber nicht, ne? So, PS, mein Ex-Freund hat mir sie und ihren Podcast empfohlen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, von welchem Ex-Freund du jetzt immer redest, ob du vielleicht noch irgendwas anders meinst. Lassen wir es einfach mal so stehen, zieh mal raus, was du rausziehen möchtest und wir sehen uns bald wieder.